Hallo, meine lieben Glubspinnenfreunde und willkommen zu einer der zwei letzten 2023er Polybags, zumindest voraussichtlich, die ich hier noch habe. Die sind nämlich erst dieses Jahr angekommen bei mir, aber jetzt habe ich sie und jetzt werde ich sie besprechen, heute und morgen. Denn am Samstag, glaube ich, kommen wieder Hefte raus, aber die sind definitiv noch übrig. Und ich habe noch ein paar Nicht-Lego-Sachen, also es ist definitiv Programm gefüllt hier, aber die wollte ich relativ früh erledigt haben, weil sie eigentlich noch von letztem Jahr sind, relativ schwierig zu finden waren. Die beiden Polybags, also dieses hier und die, die morgen kommt. Und da dachte ich, ja, okay, komm, dann machen wir die eben. Und wir haben hier die 2023er Lego Dream Polybag. Falls euch übrigens ein bisschen das Bild wundert, ich probiere gerade eine neue Beleuchtung aus. Sollte gut funktionieren. Okay, die Hand wirft ein bisschen viel Schatten, aber ja. Erzähle ich Sonntag was zu. Ist nämlich eine ganz lustige Geschichte hinter der Beleuchtung. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Polybag. Die 3063-6 Ziblob and Bunshu Spider Escape. Oder auf Deutsch. Ziblobs und Bunshus. Flucht vor der Spinne. Das ist doch mal ein Titel. Ob ich den überhaupt nachher ins Titelfeld bei YouTube kriege, das werden wir noch rausfinden. Aber es ist jedenfalls zum neuen Lego-Thema. Auch das hat natürlich, wie inzwischen eigentlich fast alle oder sogar alle Lego-Themen, eine Polybag im Jahr. Ein paar Lego-Themen haben mehrere Polybags, zum Beispiel Ya City, Ninjago. Jurassic World hat auch immer eine. Mickey hatte, glaube ich, nie eine. Die Mickey-Maus-Sachen, die sind aber, glaube ich, jetzt auch nicht mehr da. Aber die hatten nie eine Polybag. Das hier aber. Und wir wissen dazu, Watch Series Online. Komisch, ich klicke auf den Pfeil und nichts passiert. Da hat jemand wieder geschlafen bei der Interaktivität. Wir haben ein neues Packungsdesign für Dreams mit hier so ein bisschen diese Traumwolken, Gedankenblasen, Dinger angedeutet. Das Ganze ist auf einer fliegenden Insel. Wir haben eine fiese, fiese, glubsche Spinne und wir haben ein bisschen Landschaft, den Ziblob hier mit Schleimig und Bunshu das Karnickel. Das ist auch super als Stoffkarnickel für ein Spielzeugladen oder so. Aber schauen wir gleich mal rein. Von hinten ist es einfach nur dunkelblau. Die traurige Zwiebel ist natürlich unten rechts in der Ecke. Hat ein bisschen Schnupfen, wenn ich die Nase mir so anschaue, aber das ist okay. Es ist ja auch Winter. Ganz viele Symbole hier. Was ist das da? Nur in Frankreich und Italien bitte wegwerfen. Okay, gut zu wissen. Ich werde es trotzdem in Deutschland in die gelbe Tonne packen. Hahaha! Ich schuft. So, werfen wir mal, was da so ist, auf den Tisch. Oder lassen es langsam herausgleiten, das ist wahrscheinlich die bessere Idee, damit nicht zu viel wegrollt, wie zum Beispiel dieser 1x1er gerade oder diese 2x2er. Und überhaupt viele runde Steine, das sehe ich schon. Ist es denn sonst leer? Ja, ist es. Okay. Weg damit und her, hiermit. Wir haben eine Bauanleitung. Wir haben meine Bauanleitung. Oh, es ist sehr pink. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Aber okay. Wobei ich auch sagen muss, da komme ich gleich nochmal drauf, aber für mich sehen die Dreams-Bauten, gerade auch dieses hier, extrem nach Lego Elves aus. Wer Lego Elves nicht mehr kennt, das war eines der Mini-Doll-Themen, die nicht gelaufen sind, im Gegensatz zu Friends, und war so ein Fantasy-Thema. Da gab es dann Drachen und diverse andere Kreaturen, lief, glaube ich, ungefähr 3 Jahre lang. Und die Mini-Dolls waren halt, bis auf die beiden Hauptcharaktere, also die beiden Hauptcharaktere waren halt aus der normalen Welt, ich vermute sogar aus Heart Lake City. Die hatten Zugriff auf ein Portal und durch das Portal sind die in die Fantasy-Welt gekommen, wo dann alle anderen Mini-Dolls waren, die halt Elfen und sowas waren. Und dann gab es halt alle möglichen Fantasiekreaturen. Die waren ziemlich cool. Auch vor allem viel gebaut und so. Hat mir sehr gefallen, eigentlich damals Elves. Sehr schönes Lego-Thema, das leider sehr kurz gelebt hat. Wobei 3 Jahre ist in Ordnung. Aber nicht so lange wie Friends. Genau, aber sehr, sehr pinke Bauanleitung. Daher kommt wahrscheinlich auch das Pink. Weil das sind wahrscheinlich Konzeptionen auch aus Elves viel drin. Vielleicht ist es sogar dieselbe Welt, wer weiß. Das wäre mal lustig, ein Crossover zwischen Elves und Dreams. Wobei Dreams ist halt eine Traumwelt. Na, dann ist es wahrscheinlich nicht dieselbe Welt. Aber okay, bauen wir mal mit diesem wunderbar lachsfarbenen, halbrunden, was ist das mal 4, 2, 4, 8 mal 4er als Grundplatte. Und wir bauen einfach. Ich muss jetzt nicht jedes Teil beschreiben. Ich tue das nur bei denen, die nochmal ganz spannend sind, die selten sind oder sonst wie gut zu gebrauchen oder die ich noch nie gesehen habe und so weiter und so fort.
Okay, jetzt das überbrücken. Das war jetzt ein Bauschritt und das war ein Bauschritt. Das war leicht übertrieben, bauschrittsmäßig, liebe Leute bei Lego. Aber okay, wir kennen das. Zielgruppe ist ein bisschen jünger gedacht und dann darf das auch schon mal etwas simpler sein. So, wir bauen jetzt aber einen Pilz aus einer umgedrehten Schüssel, die ich auch in diesem Dunkelmagenta noch nicht gesehen habe. Das Schüsselteil. Das ist auch keine Schüssel, das ist eher so eine Art Hut. Gut, dann passt auch wieder auf den Pilz. Bright Light Green, der Einzelpinöppel hier. Farblich auf jeden Fall sehr viel da, was man nicht so oft findet. Ich meine, Lachs, ja, aber Bright Light Green. Ja. Schüsseln in Dark Magenta, auf jeden Fall nicht so häufig. Das ergibt sich halt auch aus der Fantasy-Welt so ein bisschen. Also jetzt haben wir Zup und Zup. Und jetzt haben wir ein Teil, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, neu für Dreams eingeführt. So eine, ja, Tim Burton-Ranke nenne ich es mal. Das ist schon sehr, sehr Tim Burton mit den Schwubbes hier rundherum. Gefällt mir aber. Ist ein interessantes Teil. Mal wieder was anderes zu bauen. Kann man auch als Tentakel oder sowas super benutzen. Wenn ihr einen Krakenüberfall auf ein Schiff bauen wollt, kein Ding. Sehr schön dafür geeignet. So, ich mache mal umgekehrt, damit ihr ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Ihr seht aber, auf der einen Seite hat er Löcher, auf der anderen nicht. Das ist ein bisschen unglücklich. Das ist nicht so schön designt mit den Löchern, aber ansonsten ein interessantes, schönes Teil. Kann man definitiv was mitmachen. Stoßzähne von einem riesigen Wildschweinmonster oder so. Da geht eine Menge. Da geht eine Menge an Optionen, aber ich glaube, das ist die erste. Nee, das ist noch nicht ganz die erste Seite der Bauanleitung. Denn die erste Seite der Bauanleitung zeigt uns auch noch, dass der hier existiert. Da muss ich jetzt nicht so viel bauen. Oh Gott, der guckt aber auch ängstlich. Guck mal. Ja, das sind ängstliche Kaninchen. Ich glaube, es ist ein Osterhase, weil das sieht sehr nach Osterei aus. Er hat eine Herznase, auch wie süß. Die Nagezähne. Von hinten keine Bedruckung, aber ein Buschelschwanz. Den hätte man ruhig auch noch bedrucken können. Aber okay, ja. Kleinkram. Die Innenteile der Ohren sind auch nicht bedruckt. Ist aber auch schwierig, so eine vertiefte Form zu drucken, insofern meinetwegen. Andere Hersteller können das. Lego hat halt nicht so viel. Die sind halt nicht die großen Profis. Das kann man von denen nicht erwarten. Nette Figur da schon mal. Und dann haben wir jemanden, der draußen ein Motorrad anwirft. Vielen Dank dafür. Wir haben aber noch Sieblob. Ich wollte doch sagen. Hat der denn gar keine Bedruckung? Doch, der hat hier zwei kleine Augen mit. Das ist super für Leute, die Plants vs. Zombies Sachen bauen wollen. Der Kopf mit den zwei Augen. Irgendwie komme ich da jetzt random drauf. Wir haben diesen wirklich ungewöhnlichen Körper, der auf einer Einzelnoppe steht und hier noch was unter die Arme klemmen kann. Ne, der hat keine Hände in dem Sinne, aber der kann hier was drunter klemmen. Es ist halt ein Slime. So, aber der hat halt noch, damit er etwas slimiger wirkt, dieses Teil, was über den Kopf kommt. Und jetzt wirkt er richtig schön schleimig, glibberig. Bläh. Kann man, glaube ich, super verwenden, wenn man Ghostbusters hat. Ja, und die Slimer-Attacke zu simulieren. Vielleicht war das Teil auch schon dabei. Ich sehe es hier zum ersten Mal. Aber ja, hat auf jeden Fall eine Optik. Sieblob in seinen verschiedenen Varianten, je nachdem wie groß er ist, unterschiedlich gebaut. Wir haben ihn das letzte Mal gesehen. Moment. Beim ersten Dreams Heft, da war er hier realisiert als dieser kleine Nupsi. Da hat er jetzt einen großen Kopf. Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar große Versionen von ihm, also richtig große. Das ist halt ein Charakter, der kann seine Gestalt ändern und dann passt das. Dann kann man da auch verschiedene Steine für verwenden. So, das war die erste Seite der Bauanleitung. Bauen wir mit der zweiten Seite weiter. Und ach, das ist auch schon fertig. Jetzt kommt die Spinne. Okay, ich hätte gedacht, da kommt noch was. Nein, nein, nein. Wir gehen über zum Bau. Des Arachniden. Ich weiß gar nicht, welches Geschlecht diese Spinne hat. Aber wenn ich sie frage, antwortet sie halt auch nicht. Jetzt bin ich auf sie gelandet. Dann bleiben wir bei sie. So. Das hier ist, glaube ich, ein Pink. Bright Pink. Auch keine häufige Farbe. Überhaupt kein häufiges Teil. Die 2x2er-Platte mit den zwei Noppen auf der einen Seite. Die haben wir gleich zweimal. Hier taucht sie auch nochmal auf. Sehr schön. Und dann haben wir noch den Goldbarren in Weiß. Auch hier wieder. Schöne Farbe, die man nicht häufig bekommt.
Das ist ein großer Vorteil definitiv von Dreams jetzt schon. Dreams macht was mit seinen Farben. Wir bekommen eine neue gedruckte 1x1 Fliese mit dem Schlitzauge hier. Das ist auch super für Katzen oder wenn ihr ohne Zahn bauen wollt oder sowas. Hier aber verwendet für unser Spinnenvieh. Aha, jetzt bin ich doch auf einem geschlechtsneutralen Begriff gelandet. Sehr gut. Und jetzt kriege ich die nicht mehr gerade. Da musst du ein bisschen schielen. Geht schon in Ordnung. So, das ist der komplette Kopf. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen sehr einfach gebaut. Ich hätte mir zumindest noch ein bisschen Klauen am Maul oder sowas gewünscht irgendwie. Klauen bekommen wir hier nur an den Beinen. Das hier ist in Bright Light Green jetzt nicht so selten, aber auch schön zu bekommen. Ich finde mal öfter mal bei Drachen und sowas. Sind wir sicher, dass das eine Spinne ist? Die hat nur 6 Beine. Das ist mehr so ein Käfer oder eine Wanze mit 6 Beinen. Will ich mal gesagt haben, ne? Biologie müssen wir noch mal üben, liebe Leute. Spinnen haben 8 Beine. Und ganz ehrlich, man hätte hier 2 hinpacken können. 8 wären also gegangen. Aber gut, wenn ihr nicht wollt. Wenn wir hier biologisch inakkurat werden, in schändlichster Weise, dann soll das zumindest nicht meine Schuld gewesen sein. Ich konnte euch richtig sagen, wie viele Beine eine Spinne hat. Einige sagen einfach nur zu viele, aber ich mag Spinnen. Und da ist unsere nicht wirklich Spinne, wobei der Körper, nee, der Körper auch nicht, weil auch dieses hier Teil im Kopf, Körper, Hinterleib. Insekteneigenschaft, keine Spinneneigenschaft. Spinnen haben Kopf und Hauptkörper in einem und dann kommt der Hinterleib hinten separat. Wir lernen hier ganz viel über Biologie und ich habe keine Ahnung, warum ich darüber rede, aber ich tue es einfach, damit ihr auch was lernen könnt. Bildungsauftrag ist auch dieses Jahr ganz groß auf diesem Kanal. So, wir haben Spinnchen. Spinnchen steht auf 6 Beinen, ist also eine Wanze. Kann auf den Beinen problemlos stehen. Knicken nicht ein oder sonst was. Und wenn doch, wenn man mal draufhaut, geht das auch nicht weit, weil hier dafür dieser transparente runde 2x2er drunter ist. Ja, also weiter als so geht die nicht runter. Dann hat sie immer noch Platz zum Boden durch das transparente Ding und sieht immer noch spinnig aus und sieht nicht aus, als wäre jemand draufgetreten. Hervorragend. So. Kaninchen kann die Spinne reiten. Kein Wunder, dass sie diesen Gesichtsausdruck hat. Ich reite eine riesige Spinne. Ach, stell dich nicht an. Die ist lieb und nett und ich mag die Spinne. Warum ist das hier da? Das verstehe ich noch nicht ganz. Habe ich auf der Verpackung irgendwas verpasst? Nee, ist ja auch hier drauf. Nö. Das ist einfach da. Okay. Macht sehr wenig Sinn. Aber, achso, das funktioniert nicht. So, stell mal ihn jetzt drauf. Er kann jetzt fliegen. Keine Ahnung. Warum? Warum ist das da? Das verstehe ich nicht. Es gibt keinen Sinn. Egal. Das ist nur wirklich die geringste Beschwerde, die man haben kann, ist, dass zu viele Teile in der Verpackung sind. Man kann sie einfach weglassen, dann ist gut. Dann hat man immer noch einen Teil übrig. Alles gut, ist ein nützliches Teil, um halt Sachen fliegen zu lassen und so. Der runde 1x1er Stein. Kein Ding. Transparent. Aber das sind nette Dinger. Die Pilze sind ganz nett gebaut, habe ich so noch nicht gesehen. Bei Lego macht aber Sinn, gerade für so eine Fantasy-Geschichte, dass die Pilze noch ein bisschen märchenhafter, traumhafter aussehen, wie in Dreams halt. Das sieht blöd aus. Komm, das so, weg damit. Besser. Das ist wenig Landschaft, aber man kann es brauchen. Das ist sowas, das war so bei den Heftbeilagen zu Elves auch immer. So dieses Format ist das. Bisschen klein, aber irgendwo anpappen und dann ist gut. Die Gestaltung ist eigentlich gut. Ist halt ein bisschen wenig, aber gut gestaltet. Dafür haben wir die Spinne. Die Spinnewanze ist nett. Wenn wir von anatomischen Details von Spinnen mal absehen, ist die durchaus nett. Das Gesicht ist... Man hätte ein bisschen mehr machen können, aber es ist wunderschön goofy. Soll ja auch nicht zu spinnig sein, dann würden die Arachnophoben wieder austicken.
Ja, das hier ist auch ein bisschen klein geraten, aber meinetwegen. Dafür sind immerhin schöne Teile drin. Farblich ist es eigentlich in Ordnung. Also ich hätte gedacht, das Rosa und das Grün beißt sich stärker, aber ignorieren wir mal das Kaninchen. Ist okay. Und es kann sogar theoretisch einen Charakter drauf reiten. Kann sich das noch hochstellen, hat man sogar einen Sitz, hat man stattdessen einen laufenden Stuhl statt einer Spinne. Wunderbar, da ist Varianz drin. Bisschen eine kleinere Polybag für ein neues Thema. Ich hätte mir bei einer Werbepolybag schon ein bisschen mehr erwartet, aber na gut, wir haben ja noch übrige Teile. Wir haben noch ein Auge übrig für meine Augensammlung. Eine Bright Light Green Einzelpinöppel und Bright Light Green Klaue. Das ist es schon. Und damit haben wir die 2023er Dream Polybag auch durch und wir kommen morgen zu der letzten 2023er Polybag, die ich hier für eine Zeit wahrscheinlich überhaupt im Kanal haben werde. Ich sage erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.